So, ja, genau, die Mikrofone sind an. Also, liebe Gäste, schönen guten Tag in diesem großen Saal des Europäischen Parlaments. Prav lep pozdrav vsem skupaj. Das ist auf Slowenisch, liebe Dolmetscher, ich spreche heute auf Deutsch, also keine Panik. Ich begrüße auch alle Dolmetscher in Kabinen, die diesen, und Dolmetscherinnen natürlich, die diesen dreitägigen Marathon jetzt mitmachen. Das muss man auch sagen, denke ich. Also mit mir heute am Podium ist die Schweizer Autorin, Musikerin, vielseitige Künstlerin, auch Germanistin und Historikerin Melinda Nocciaboni. Und ja, Preisträgerin des Schweizer und Deutschen Buchpreises 2010 und Erich-Fried-Preises 2022. Und mit Melinda haben wir zumindest zwei Sachen gemeinsam. Und zwar, wir sind geboren in Jugoslawien, in einem Land, das nicht mehr existiert. Und wir gehören einer Sprache an, die man etikettiert als kleinere bzw. Minderheitssprache. Mein Slowenisch hat circa 2 Millionen Sprecher und Sprecherinnen. Und Melindas Ungarische aus Vojvodina, aus Serbien, also ungarische Minderheit aus Serbien, beträgt um so 185.000 Sprecher und Sprecherinnen. Und das ist schon ein guter Ansatz, denke ich, für ein Gespräch über die Übersetzung, oder? Melinda, wenn ich gleich zur der ersten Frage komme, Sie sind in einen mehrsprachigen und multikulturellen, multikultureller Umgebung aufgewachsen bzw. geboren. Wie hat diese Multikulturalität und Mehrsprachigkeit auf Ihr Werk, auf Ihr schriftstellerisches Schaffen gewirkt und eigentlich auf Ihr Erwachsenenleben in der Schweiz? Ja, schönen guten Morgen auch meinerseits. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch mit dir, Tanja, dich kennenzulernen, mit dir ein Gespräch zu führen. Wir sind im Dialog. Ich hoffe, das ist wirklich unser Motto für diese 3 Tage. Wir sind im Gespräch miteinander in verschiedenen Sprachen. Ich freue mich sehr, darüber zu sprechen und sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Mehrsprachig aufgewachsen zu sein bedeutet, sehr große Ohren zu haben. Ja, Sie lachen, aber es ist so. Es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass wir alle mit dem Ohr arbeiten und mit der Stimme. Das Ohr ist für mich das klügste Organ, das es überhaupt gibt. Ich habe, als ich klein war, so viele Fragen gehabt, was es bedeutet, Deutsch zu sprechen oder eben Ungarisch zu sprechen. Und ich habe gemerkt, dass so ein einfaches Wort wie Alma, das heißt Apfel auf Deutsch, nicht dasselbe ist wie der deutsche Apfel. Warum? Weil man die Worte natürlich mit einer Stimme kennenlernt. Also Alma war für mich verbunden mit der Stimme meiner Großmutter und der deutsche Apfel war mit einer Verkäuferin verbunden. Und ich glaube, dass eben diese Fragen uns beflügeln, also wir hören zu und wir haben Fragen zur Stimme und zu den verschiedenen Sprachen. Wenn es um Mehrsprachigkeit geht, geht es bei mir auch um Stummheit, weil ich habe als Kind erlebt, dass ich nicht mehr verstanden worden bin. Ich bin in ein Land gekommen, das eben sich vorzugsweise über den Dialekt definiert, also das Zürichdeutsch. Ich konnte die Menschen nicht verstehen, sie konnten mich nicht verstehen. Ich habe bei einer Schweizer Familie gelebt während ein paar Monaten und ich glaube, diese Stummheit hat mich wiederum sehr beflügelt, eben verstehen zu wollen. Also ich glaube, meine Literatur, und das klingt vielleicht wie ein Paradox, entsteht aus dem Stummsein. Und ich fand es interessant, auch Stumm und Stimme, wie nah das beieinander ist. Und die Mehrsprachigkeit hat sich sozusagen aus dieser Stummheit ergeben und natürlich aus meiner biografischen Situation, eben in der Schweiz zu leben, mit ungarischer Muttersprache und dann
Deutsch zu lernen und ich bin gleich fertig. Ich war ein Kind der Bibliotheken. Ich meine, meine Eltern hatten keine Bücher zu Hause und ich habe die Bücher entdeckt in der Bibliothek und insofern wurde Deutsch eigentlich meine Glückssprache. Also Deutsch ist eine eigene Sprache für mich, weil es wirklich mit dem Lesen zu tun hat. Und ich bin einfach extrem neugierig, was Sprachen anbelangt, genau deswegen, weil es eigentlich unmöglich ist, zu übersetzen. Wir Übersetzer und Übersetzerinnen sprechen oft von Übertragen der Kontexte und Ihre beiden, also Ihre Romane Tauben fliegen auf und Schildkrötensoldat sprechen ja über Migration, über einen vergangenen Krieg in Jugoslawien Ende des 20. Jahrhunderts, über Integration. Ein Roman entstand 2010, der zweite 2017. Warum sind diese Geschichten, die eigentlich aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts kommen, noch immer aktuell, beziehungsweise was sagen Sie über unsere Zeit jetzt aus? Also ich würde sagen, dass Literatur oder so wie ich Literatur verstehe, immer politisch ist. Es gibt keine neutrale Sprache. Es gibt keine neutralen Begriffe, das sehen wir jetzt. Die Begriffe sind immer umkämpft. Wir teilen ja das Geschäft sozusagen mit den Politikerinnen und Politikern. Wir wollen uns mit Sprache ausdrücken, nur tun wir das, glaube ich, in der Literatur auf gänzlich unterschiedlicher Weise. Und ich möchte da eben in diesem Geschäft sehr gerne mitmischen, also sozusagen dieses Geschäft nicht den politischen Meinungsmacherinnen überlassen. Und ich meine, Schildkrötensoldat, Tauben fliegen auf, das sind politische Bücher, ja klar, weil es wirklich darum geht, eben das Thema Krieg, das Thema Migration nicht der Politik einfach zu überlassen. Und das heißt auch, in der Sprache so weit zu differenzieren, dass wir die Geschichten anders verstehen. Weil was macht die Politik? Meistens, also entschuldigen Sie die Verallgemeinerung, sie spitzt zu. Sie versucht, Begriffe so aufzuladen in dieser Mehrdeutigkeit, dass sie eben nicht präzis sind, die Wörter. Das ist eben Politik machen, Erwartungen zu schüren, aber so weit eben sich nicht strafbar zu machen, dass auch hochbrisante Kontexte und Begriffe benutzt werden. Und die Literatur macht etwas ganz anderes und damit auch die Übersetzung. Eben deswegen habe ich gesagt, das Ohr ist wichtig. Wir hören einander zu. Wir versuchen, die Begriffe wirklich präzis auszudrücken, feinfühlig zu sein und genau diese fertigen Begriffe nicht zu akzeptieren. Und natürlich ist im Krieg genau diese Zuspitzung der Begriffe unendlich wichtig. Also das Einzelne, Sie können jetzt an ganz konkrete Situationen denken. Also wenn ein Krieg dann als Operation, als chirurgischer Eingriff oder so definiert wird, dann müssen wir natürlich opponieren. Dazu sind wir da, als Schriftstellerinnen und Übersetzerinnen. Wir müssen sagen, hey, Moment, Einspruch, das geht so nicht. Also ich sehe das als sehr wichtige politische Aufgabe, immer in jeglicher gesellschaftlicher Situation die Ohren zu schärfen und zu intervenieren und zu sagen, diese politischen Zuspitzungen und Vereinfachungen, Simplifizierungen gehen nicht. Und kann eigentlich Literatur was bewegen, was die Politik nicht kann, im Sinne, dass wir trotzdem also in heutiger Zeit auch ständig davon sprechen, dass es immer weniger Leser sind, dass es andere Leser sind, dass wir nicht dieses tiefe Lesen mehr haben, also besonders vielleicht die jüngeren Generationen? Ja, also ich meine, das sind jetzt verschiedene Aspekte, alle sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen die jungen Menschen wieder animieren zu lesen, ihnen die Schönheit des Lesens nahebringen. Ich lese sehr, sehr gerne an Schulen und meistens mit meinen Übersetzerinnen und dann diskutieren wir auch die Fragen der Übersetzung.
Also ich finde das unendlich wichtig, auch diese Freude zu vermitteln und dass es wirklich interessant ist, sich diese Fragen zu stellen. Was kann Literatur, was die Politik nicht kann? Also ich glaube, wie ich gesagt habe, diese Vereinfachung, diese Simplifizierung, diese bewussten Mehrdeutigkeiten in der politischen Sprache akzeptiere ich nicht. Imre Kertész hat gesagt, was macht eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller aus? Nicht unbedingt das Talent, sondern eben wir akzeptieren diese fertigen Begriffe nicht. Und das meine ich auch durchaus im Alltag. Wenn ich mit jemandem spreche, gehe ich nicht davon aus, dass mein Gegenüber dieselbe Vorstellung hat von Demokratie zum Beispiel. Wir gehen sehr oft davon aus, dass wir miteinander sprechen können. Und genau das macht das Sprechen manchmal unendlich schwierig, genau bei diesen politischen Begriffen zu merken, Moment, also wir sollten erstmal definieren, wir sollten erstmal zuhören, was der andere oder die andere meint. Und genau das tut eben Politik nicht. Und das sollten wir tun. Einander zuhören im Dialog und eben diese Vieldeutigkeiten auch der Sprache ausfindig zu machen. Was verstehst du unter Politik? Wie definierst du Politik oder Demokratie? Und insofern, das ist einer der Aspekte, glaube ich, der Literatur, dass eben dieses Feinfühligwerden in der Sprache und andererseits Wörter natürlich, und das ist das Schönste, zu erfinden, also die es nicht gibt. Und da wären wir bei der Metapher, oder? Also das ist, finde ich, die schönste Herausforderung auch bezüglich Übersetzung. Wie übersetzt jemand eine gelungene Metapher? Weil das ist die Literatur in der Literatur, wenn es um Metaphern geht. Und wenn wir gleich jetzt wirklich sehr praktisch zu den Übersetzungen gehen, Tauben fliegen auf, also für den Roman wurden sehr viele Lizenzen verkauft, der Roman wurde ins Englische, Französische, Türkische, Ukrainische, auch auf Slowenisch wurde übersetzt und welchen Bezug haben Sie konkret zu den Übersetzungen, die entstanden sind von Ihren Texten und Büchern und auch vielleicht zu den Übersetzern und Übersetzerinnen? Yes. Also ich meine, ich könnte jetzt wirklich ein Loblied singen und ich mache es gerne auf meine Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich arbeite unglaublich gerne mit diesen Menschen zusammen, die eben sehr große Ohren haben und mich auch auf Fehler, wurden vorher genannt, aufmerksam machen. Aber genau diese Fehler machen ja auch die Literatur aus und unsere Sprache aus. Fehler beflügeln. Also ich arbeite, also wenn es immer geht, persönlich mit meinen Übersetzerinnen zusammen. Wir treffen uns, wir tauschen uns aus. Daraus haben sich wirklich tiefe Freundschaften entwickelt. Und es ist auch sehr witzig oft, ja. Also ich finde, es gibt so vieles auch zu lachen, wenn wir eben über sehr große Schwierigkeiten sprechen, eben über diese Unmöglichkeit eigentlich auch zu übersetzen, dann müssen wir immer wieder lachen. Und das ist schön, dass wir da uns auch in diesem Zwischenraum finden können, sagen, okay, es geht nicht, aber jetzt versuchen wir, eine Lösung zu finden. Und ich bin extrem oft überrascht, wie kreativ das eben das Übersetzen vor sich geht. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Da bin ich extrem dankbar. Und wie ist es jetzt mit Autorenschaft, sagen wir, des übersetzten Werkes? Was meinen Sie dazu? Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ja, vielleicht. Also wir hatten so in Zertl so ein Bild, wo der Schriftsteller sagt, das ist meine Arbeit, und die Übersetzerin sagt, das ist meine. Also wie ist es? Wie denken Sie über die über den Status der Übersetzung, sagen wir mal so? Ja, ich meine den Status der Übersetzung, dass die Übersetzungen mehr in den Fokus rücken, finde ich extrem wichtig. Natürlich, das ist ein Teil der Literatur. Und ich glaube, das gehört auch aufs Cover eines Buches. Aber ich würde sagen, okay, ich habe das Buch geschrieben. Gut,
aber es wird übersetzt und diese Übersetzungsarbeit ist zu würdigen. Also ich finde das nicht so kompliziert eigentlich und wir sollten da nicht ein Ranking machen oder so. Also ich finde das wirklich, es ist ein Dialog im besten Sinne. Manchmal ist es auch kein Dialog, dann ist es halt nicht gut. Aber das zu würdigen, wie gesagt, das finde ich extrem wichtig. Und dass es auch um finanzielle Entschädigungen geht, die wirklich diese Arbeit auch respektieren, das finde ich natürlich, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir noch ein Thema ansprechen, und zwar, ich denke, wir haben nicht mehr so viel Zeit, es gibt ein wichtiges Thema auch, also es wird ein wichtiges Thema auch auf dieser Konferenz sein, und zwar AI. Und hat dieses AI-Zeitalter vielleicht schon auf Ihre Arbeit gewirkt? Was meinen Sie dazu? Wird es irgendwie die Schriftsteller auch irgendwie treffen? Also ich kann dazu wirklich noch nicht viel sagen, muss ich gestehen, weil natürlich, ich lese das, ich mache mir Gedanken, aber ich glaube eben, wenn ich davon ausgehe, dass Literatur genau da eigentlich anfängt, wo die Sprache aufhört, also dass wir eigentlich in etwas Unbekanntes vorstoßen in der Literatur, dass wir versuchen, etwas zu sagen, was nicht sagbar ist, dass wir versuchen, Wörter zu finden, die eigentlich noch nicht da sind. Ja, wie soll dann da die KI irgendwie, ich weiß nicht. Also ich glaube da noch sehr stark an die Kreativität des Menschen und der Übersetzung. Ich glaube, dass Gebrauchstexte, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da KI vielleicht auch sehr gute Möglichkeiten bietet. Aber ich möchte noch auf etwas anderes aufmerksam machen, und zwar, wenn wir von Übersetzung sprechen, nochmals der Punkt, dass wenn wir uns unterhalten in einer Sprache, dann gehen wir immer davon aus, dass wir uns verstehen. Aber es gibt zum Beispiel als Kind die Erfahrung zu machen, ich spreche mit jemandem, mit einer Autoritätsperson. Und dieser Mensch spricht eine andere Sprache, in derselben Sprache. Das ist für mich eigentlich einer der wichtigsten Ausgangspunkte für Übersetzungen. Also innerhalb der einen Sprache haben wir so viele verschiedene Sprachen. Und darauf müssen wir uns auch, ich glaube, viel mehr die Aufmerksamkeit darauf richten, weil wir das im Moment auch so stark damit konfrontiert sind. Und eben jetzt KI finde ich so ein, es ist eine große Herausforderung, aber ich finde die Herausforderung, mit der wir jetzt im Moment konfrontiert sind, ist, dass die Sprache wieder extrem besetzt wird, dass die Sprache sehr benutzt wird und wir eigentlich gefordert sind, als sprachsensible Menschen zu intervenieren und zu sagen, hey, was wird da eigentlich gesagt? Und ich glaube, da haben wir sehr viel Potenzial gemeinsam als Autorinnen und als Übersetzerinnen. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Melinda Nocciaboni, für diesen sehr aufschlussreichen, aber leider kurzen Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und ja, vielen Dank, Frau Petritsch, und vielen Dank Ihnen allen.